Kennst du das? Danke. Freue mich drauf. Fernbedienung? Ja, habe ich hier? Yes, yes. Hallo zu einer stürmischen neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Wir kommen voran, wenn auch langsam, mit der Formel 1. Aber viel wichtiger, wir haben die dritte große Sturmflut in der Geschichte des Miniaturwunderlandes hier am Wochenende überlebt, könnte man sagen. Denn zwischenzeitlich dachten wir schon, okay, Samstag können wir nicht aufmachen. Es fing eigentlich relativ harmlos an. Auch wenn alle diesen Orkan angekündigt hatten, hatte man für Hamburg keine so große Flut vorausgerechnet. Wir waren uns aber ein bisschen unsicher, weil der Wind auf West stand und die Prognosen eher so wirkten, als könnte das höher kommen. Also sind wir die Nacht hier geblieben, um zu schauen, was passiert. Und es passierte viel. Es fing damit an, dass erstmal unsere Keller voll liefen. Das kennen wir schon. Was wir nicht kennen, ist, dass drüben auf der anderen Seite der Brücke sofort die Brandmeldeanlage gesagt hat, hier stimmt was nicht, weil irgendwelche Melder unter Wasser waren. Es ist halt alles neu und die Feuerwehr keine Chance hatte mehr hinzukommen, weil der Sandhockey, die Straße auf der anderen Seite, schon komplett unter Wasser stand. Das war abenteuerlich. Dann sind wir hier von dieser Seite hin und haben versucht, diese Brandmeldeanlage wieder zu beruhigen. Kaum war die Feuerwehr weg, ging die Brandmeldeanlage auf dieser Seite los, weil zu viele Melder im Wasser waren. Dann liefen die Fahrstuhlschächte voll, die Fahrstühle ging kaputt. Bis hin, dass irgendwann hier wieder die Feuerwehr vor der Tür stand, weil gemeldet wurde, dass ein PKW im Sandhockey schwimmt mit Personen drin. Das haben wir dann versucht, über die Brücke rüber hier mit der Feuerwehr zusammen von hier aus zu koordinieren, weil wir von oben schön auf den Sandhockey gucken konnten. Irgendwann ging das Wasser zurück. Vorher haben wir aber gesagt, wir müssen noch mal unseren Modellschiffen Auslauf gönnen, damit die mal mal wieder in die freie Wildbahn zurückkommen. Das hat diesmal leider nicht so gut geklappt wie 2013. 2013 war nämlich, als der Wasserstand ganz oben war, kein Wind mehr da plötzlich. Und wir konnten mit der AIDA tatsächlich rausfahren. Das haben wir diesmal wieder versucht. Aber sobald der Popo der AIDA aus der Tür raus war, wäre ja wahrscheinlich bis nach Dresden die Elbe hochgeweht worden. Also haben wir das eher bei uns im Eingangsbereich ein bisschen Spaß gehabt. Danach war der Spaß auch vorbei und der Ernst des Lebens ging los. Das hieß pumpen, 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 die Brandmeldeanlagen wieder in Betrieb nehmen. Und pünktlich um 7.30 Uhr mit einem, ich sag mal so zu 99% technisch wiederhergestellten Miniaturwunderland die ersten Gäste begrüßen zu dürfen. Auch der Parkplatz war wieder richtig schön sauber, mal so richtig schön sauber gespült worden. Es war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende. Wenn wir das nächste Mal ahnen, dass so eine Flut kommt, dann werden wir mal in Gerrits Tagebuch live die Nacht der Flut oder so drehen. Wir ärgern uns ein bisschen, dass wir nur die Aufnahmen haben, die wir euch jetzt gerade im Hintergrund zeigen. So, kommen wir zur Formel 1. Ich komme fleißig voran. Ich hatte nämlich eine kleine Corona-Infektion, weil mein Sohn mir das geschenkt hat. Die habe ich genutzt, eine Woche Quarantäne. Ich glaube, es waren in der Woche über 100 Programmierstunden in der Isolation. Durchbruch geschafft, die Autos überholen jetzt sauber. Das Einzige, was sie noch nicht können, ist aufzugeben. Die Überholten geben auf, aber die Überholenden, die raffen das noch nicht, wenn es einfach keinen Sinn macht. Die wollen immer noch mit der Brechstange in die Kurve. Das sind noch mal so insgesamt 500 Programmierstunden. Aber ihr seht ja im Hintergrund schon ein paar Impressionen, dass da schon hier und da ganz nette Manöver dabei sind. Wir können Safety-Car-Phase fahren und mit allem Reglement, wer darf das Safety-Car überholen und wer nicht. Wir können Startaufstellung fahren. Es ist sozusagen softwareseitig der Endspurt da, dass wir da fast fertig sind. Fehlt nur noch so eine kleine Anlage. So, hier, der Rote hat heute eine schlechte Tagesform, habe ich ihm nämlich gegeben. Der Rote ist ein Tick schwächer als die anderen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob sie den Roten, da hat er es nicht geschafft, gibt Gas und jetzt muss er vorbeikommen oder aufgeben. Die sind aber zu zweit nebeneinander in die Kurve, das ist neu, das ist super. Leider Gottes musste die Software da gerade sehr viel rechnen, dass sie genau da geruckelt hat. Und. Ja, er hat aufgegeben. Das war wichtig, dass der andere... Mal gucken, ob sie ihn auf der Zielgerade kriegen. Hier ist eine schöne Stelle, um zu überholen. Hier kann man sich nebensetzen, sehr früh, zack, und ihn locker verblasen, wenn der andere langsamer ist. Und er ist nach außen ausgewichen. Super. Mega klasse. Das war eines der schönsten Erlebnisse hier gerade. Bist du gut drauf oder schlecht? Ich bin gut drauf. Das ist gut, aber wenn Stefan gut drauf ist. Weil, wenn Stefan gut drauf ist, kann es sein, dass er eine gute Ortung hinkriegt. Wenn er eine gute Ortung hinkriegt, könnte die eventuell so gut sein, dass Axel und Gerrit, wenn sie irgendeinen Steuermist machen, du das wieder korrigierst.
Das Auto soll bei XY 3431-1412 sein. Du sagst, der steht aber auf 1413. Er korrigiert das einfach und alles läuft. So einfach kann es sein. Ich erzähle mal kurz ein bisschen die Theorie und dann zeigst du uns deine Mega-Fortschritte, die mich echt so richtig hoffnungsvoll stimmen. Dieses Auto fährt da jetzt über die Straße hin und her. Das ist ein wirkliches Stück unserer Formel-1-Strecke. Das hier ist schon alles die Verkabelung für die Ortung. Weil unter der Anlage quer sind immer so Streifen von Magnetfeldsensoren, Hallsensoren heißen die, angeordnet, die ganz dicht nebeneinander sind. Und diese Hallsensoren haben den Vorteil, sie können nicht einfach nur sagen, Magnetfeld, kein Magnetfeld. Sie können sagen, leichtes Magnetfeld, starkes, steigendes, negatives Magnetfeld. Sie können ganz präzise Informationen liefern. Das Halbach Area, jetzt klaue ich das Auto hier wieder, unter dem Auto sind ja eine Anordnung von ganz vielen Magneten, die positiv und negativ gepolt sind. Wenn dieses Halbach Array, nennt sich das, mit seinen unterschiedlichen Magneten, so an diesen 1, 2, 3, 4 sind es in diesem kleinen Teil, so durchfährt, dann lösen mehrere dieser Hallsensoren positiv oder negativ aus, je nachdem, welches positive oder negative Magnetfeld da gerade fährt. Das ist schon eine Herausforderung, festzustellen, wo denn jetzt das Auto genau ist und wann es exakt dort ist. Schwierig wird es vor allen Dingen, wenn es gerade schräg fährt. Und da hat Stefan die geniale Idee gehabt, mal einfach es ganz trivial anzugehen, ob man über die Reihenfolge, es fährt schräg, positiv, negativ, positiv, negativ, es fährt leicht schräg, positiv, positiv, negativ, negativ, die Richtung feststellen kann. Weil er muss sich ja idealerweise komplett dumm stellen. Aber bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, es geht also darum, wo ist das Auto? Kannst du mal deine Kurven uns zeigen, die du ja mittlerweile exzellent beherrschst, ne? Naja, exzellent ist ja gut. Aber ich war der Meinung am Anfang, dass das im Rauschen nur im Chaos endet. Und das hast du im Griff, ne? Es ist gar nicht so viel Rauschen dabei, weil ich bei diesem Wert letztendlich, ich nehme einen Wert 32 Mal und nehme den Durchschnitt davon. Dadurch nehme ich mir schon sehr viel Rauschen raus. Alle 640 Mikrosekunden nehme ich ein Signal. Diese Kurven sehen relativ sauber aus. Wie kann ich so eine Kurve überhaupt erstmal verstehen? Das hast du schon gesagt, mit diesen Höhen- und Tiefpunkten, die hier durchgehen. Und kannst du dich noch vielleicht ans letzte Gerrits-Tagebuch erinnern, wo alles so richtig schön symmetrisch war und man genau erkannt hat, da ist das Auto in der Mitte. Das ist der schöne Fall, wenn das Auto gerade durchfährt. Aber das haben wir ja gefühlt wahrscheinlich nie. Deswegen habe ich mich mit diesen Kurven noch mal ein bisschen auseinandergesetzt. Diese Kurven sind absolut grausig. Wie ist das Auto exakt hier durchgefahren? Und man kann erkennen, dass eine Linie hier zuallererst beginnt. Dann muss dieses Auto ja irgendwo mit der Spitze eingetaucht sein. Die vier Farben sind die vier Hallsensoren, ne? Genau. Man hat hier vier Farben. Die blaue Farbe, die orange, die grüne und die gelbe. Blau, orange, grün und gelb. Also jetzt sieht man sozusagen, die blaue Kurve taucht also zuerst ein. Das heißt, wir haben hier eine negative Kurve. Und Gerrit hat ja vorhin schon gesagt, hier die blauen Felder sind die negativen Magnetfelder. Hier ein Minus kommt durch, dann kommt ein Plus. Also fährt er hier so langsam durch. Dann kommt hier noch ein Plus-Signal. Der fährt schräg. Genau. Weil du kommst da hier so rein, Plus, dann noch ein Plus. Deswegen muss er hier irgendwie rübergehen. Und dann kommt wieder ein Negativer, also geht er hier raus. Das ist so meine Vermutung gewesen. Ja. Und die bestätigt das, weil irgendwann geht der Orange, also der daneben liegende durch, der hat hier einen größeren Abstand zu. Und der beginnt lustigerweise ziemlich exakt auch mit einem Negativen. Das bedeutet, der wird wohl irgendwo weiter entweder da oder da eingetaucht sein. Genau, es könnte auch der sein, ne? Dass die 7 ihn als erstes negativ ausgelöst hat. Die 7 war es auch letztendlich wirklich. Ich habe dafür, bis ich das verstanden habe, ungefähr einen Tag gebraucht. Ja, bis das Ganze hier Respekt, aus diesen dass du Kurven so schnell hinbekommen hast. Danke. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und ich habe jetzt einen Tag dafür gebraucht, zu verstehen, wie sind diese Linien hier durchgefahren für einen einzigen Fall. Und das muss man irgendwann dummen Computer erklären. Und naja, also habe ich mir überlegt, scheiße, was mache ich denn jetzt? Also habe ich versucht, jeden beliebigen Fall einfach auszuprobieren. Und eine Regel zu finden. Ich habe hier ganz viele verschiedene Fälle. Erstmal nur mit einer geraden Schrägfahrt. Aber anhand dessen habe ich schon relativ viele andere Fälle auch abdecken können. Aber hier habe ich erstmal die Regel gesehen. Und wie wir hier in diesen bei diesen Kurven sehen, haben die verschiedenen Höhepunkte. Die Höhepunkte sagen mir, durch welchen Sektor ich gefahren bin, beziehungsweise durch welchen Magnet. Und anhand der Reihenfolge dessen erkennt man Muster.
Und für mich, was ist für dich wichtig oder für Axel? Ihr wollt exakt wissen, wann bin ich hier in der Mitte? Ihr fahrt immer so über den Sektor, immer senkrecht. Ihr fahrt immer so eine Schrägfahrt. Ja. Das heißt, du hast immer die gerade Linie. Ich habe hier immer eine gerade Linie drüber. Und für mich ist es relevant, diese Höhepunkte zu erkennen. Egal wo, jede Kurve gucke ich mir einzeln an und versuche aus dieser Kurve herauszufinden, wann bin ich an diesem Höhepunkt. Es klingt jetzt so nach dem Motto, das ist eigentlich simpel, aber die Idee erstmal zu haben und dann auch jetzt vor allen Dingen das Umsetzen. Es ist ja nicht nur so, dass es immer nur ja, Höhepunkt, Niedrigpunkt, sondern die können ja auch unterschiedlich hoch sein, je nachdem, ob die nur angekratzt werden. Und daraus nachher auf 0,7 mm genau exakt zu sagen, wo steht das Auto. Das heißt, ich zähle wirklich einfach nur meine Höhepunkte und wende eine dieser Regeln an. Und ich habe noch keinen Fall gefunden, der diesen Regeln widerspricht. Und naja, jetzt habe ich hier meine Teststrecke aufgebaut, das erste verdrahtet. Den ersten Teil, den restlichen Teil, den mache ich jetzt die Tage noch. Ein sehr komplexes Thema. Also ich hoffe, dass die meisten von euch thematisch noch bei der Sache sind. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn schon einige ausgestiegen sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ganz ehrlich, ob ihr jetzt bereits zu diesem Zeitpunkt gemerkt habt, dass irgendwas nicht stimmt. Es ist nämlich so, es ist gar nicht mehr letzte Woche, als Stefan und ich hier saßen und über Höhepunkte und Ähnliches gesprochen haben, wie man sie zählt. Sondern Stefan, der schläft, der hat mich die ganze Nacht programmiert. Und ich habe auch die ganze Nacht programmiert und Axel hat die ganze Woche programmiert, weil wir sind nämlich vor einer Woche von hier aufgestanden, rüber zur Anlage gegangen und ich habe erzählt, und jetzt zeige ich euch ganz tolle Fahr- und Überholmanöver. Nur, hat leider nicht geklappt. Dann dachte ich mir, ich ziehe mir die kleinen Klamotten an, weil der beste Witz eines Programmierers ist, hab's gleich. Und genau das habe ich mir gedacht und Axel auch. Wir machen diesen kleinen Bug, den wir da gefunden haben, der uns übrigens unheimlich weiterhilft, mal eben weg und dann fahren wir halt eine Woche später genau diese Szenen, die wir eigentlich fahren wollten. Und ich ziehe einfach die kleinen Klamotten an und verarsche euch. Hat nicht geklappt, doppelt, weil ihr das wahrscheinlich längst gemerkt habt, dass die Haare 3 mm länger sind oder irgendwas. Und der Bug ist gar nicht weg. Es ist nämlich jetzt ein neuer da. Wir können keine Fahrszenen zeigen. Wir zeigen euch im Hintergrund gerade so ein bisschen meine verzweifelten Versuche von letzter Woche, diese blöden Dinger irgendwie zum Fahren zu kriegen. Aber ich verspreche euch, ich habe sie schon fahren gesehen. 3 Autos, die auf der Zielgerade Gas geben und der eine macht den anderen nass. Es sieht super aus. Ihr müsst euch leider noch etwas gedulden, wir auch, weil es frustet manchmal. Momentan ist eher so ein dunkler Moment in der Formel-1-Geschichte des Miniaturwunderlandes. Es nervt. Aber tschakka, wir schaffen das und hoffentlich habt ihr auch die Geduld, können wir euch nächstes Mal richtig coole Formel-1-Szenen zeigen. Vielleicht dann auch noch mit noch mehr Platinen. Ich freue mich drauf. Danke für eure Geduld. Bis dann. Tschüss.